Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute richtig spannende Produkte von NYX. Ja, von NYX, es ist eine ganze Weile her, aber ich dachte mir, wir starten 2020 nett, freundlich und glücklich. Und ich bin richtig gespannt, denn ich habe die Produkte auch schon ausprobiert, alle bis auf eins, damit ich euch die bestmögliche Review geben kann. Und wenn ihr wissen wollt, welche Produkte das sind, was ich hier alles habe, dann bleibt einfach dran und wir fangen auch gleich an. Freunde, ich hoffe, es geht euch allen gut. Die Sachen überschlagen sich gerade und ich habe mir Gedanken gemacht, inwieweit ich meine Sendezeit hier nutzen kann, um das Thema anzusprechen. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich das aktuell nicht wirklich thematisieren möchte. Genau aus dem Grund, weil es einfach gerade so viel gibt, was so schlecht ist. Und wenn es für jemanden eine Hilfe ist, sich hier mit mir 20 Minuten hinzusetzen und sich zu schminken, dann möchte ich das gerne nutzen für Positive Vibes. Und in dieser schwierigen Zeit, in der wir alle sind, nutzen, damit es uns ein kleines bisschen besser geht. Und wenn es nur Make-up ist. Freunde, ihr könnt sehen, ich habe noch nichts in meinem Gesicht. Liegt daran, dass ich einige Produkte auch für die Base habe. 3 Stück, um genau zu sein, die es aktuell neu in der Drogerie gibt. Ich habe alle Produkte selbst gekauft bei DM. Das ist der Beleg, den ich euch neulich schon gezeigt habe, nach dem katastrophalen Freitagsvideo. Aber es kam sehr gut bei euch an. Ich bin sehr dankbar. Es hat sich bis jetzt noch niemand bei mir beschwert. Bin gespannt. Ich habe 4 Produkte hier von NYX selber gekauft. 14 Euro, 8 Euro, 14 Euro und 8 Euro. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen vergessen, wie teurer NYX ist für bestimmte Produkte, die ich anders kenne aus der Drogerie. Aber gar kein Problem. Für euch mache ich das gerne. Ich habe nämlich 3 Produkte. Ein Primer, ein Concealer und ein Setting Spray. Und Teile davon sind aus dieser Glass Skin Reihe. Glass Skin war ja letztes Jahr wirklich ein Riesentrend. Und NYX ist mit aufgesprungen und hat Produkte dort für oder dafür rausgebracht. Unter anderem den Primer. Das ist der High Glass Face Primer. Den gibt es einmal in Gold und einmal in Roségold. Ich habe ihn in Gold genommen. Der Roségoldene war etwas dunkler. Für Leute mit dunklerer Haut natürlich dann auch viel besser. Der ist recht hell. Ich habe ihn auch schon benutzt, damit ich euch einfach so eine Review geben kann. Ich kann im Moment nämlich keine Langzeittests von Foundations oder Primern und was weiß ich machen. Ich habe mir jetzt einfach so eine himbeergroße Menge auf mein Gesicht gegeben. Und Ziel dieser Glass Skin Reihe ist es, dass das Gesicht eigentlich, oder die Haut zumindest, sehr natürlich aussieht, sehr glowy. We don't do that. Das machen wir nicht. Das funktioniert nicht. Ich habe auch so ein bisschen überlegt in den letzten Wochen und Monaten, inwieweit ich meine Reviews so anpassen kann, dass es gerechtfertigt ist. Denn ihr kennt mich. Ich benutze nicht wenig Make-up. Ich möchte viel Make-up tragen und das tue ich auch. Und ich kann einfach dann nur anhand der Produkte sagen, die ich in Kombination dazu benutze, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Ich habe den Primer schon probiert mit einer Foundation und zwar der von Dior. Das Ganze hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich komme zum Ende dann aber zum Fazit dazu. Ich möchte heute nämlich eine andere Foundation benutzen und das ist die Revolution Conceal & Hydrate Foundation. Einfach auch eine Drogerie-Alternative zu der Dior Foundation. Die hat etwas mehr Deckkraft und ist etwas dickflüssiger als die von Dior. Hält aber ungefähr genauso lange. Ich habe die in der Farbe F8, also vermutlich nicht passend, gar nicht passend. Und ich gehe mit meinem Schwamm hier so ein bisschen rein. Apropos Schwamm. Achso, vielleicht sage ich euch erstmal, wie ich den Primer finde. Also, Gott, Freunde, ich bin völlig durch den Wind. Es ist ein wunderschöner Glow. Was ich feststelle, ist, dass es jetzt aktuell durch diesen Glow-Effekt einfach so ein bisschen die Textur meiner Haut erhöht. Ist aber klar, wenn ich mir einen All-Over-Highlighter ins Gesicht gebe. Ich möchte nicht so rausgehen. Ich würde das vielleicht sogar mit einer Foundation mischen. Auch das ist eine sehr, sehr schöne Sache, wenn ihr wirklich nur so einen leichten Glow haben wollt, aber trotzdem ganz leichte Deckkraft, ein Spritzer Primer, ein Spritzer Foundation und dann verteilen. Das Schöne bei dem Primer ist, das ist nicht so großer Glitzer. Also das ist nicht so, dass ihr denkt, um Gottes Willen, wo soll ich mit diesem Glitzer hin, wie als würde ich beispielsweise meine Face Glow Drops hier von Misauda Milano benutzen. Das ist ja wirklich ein Liquid Highlighter und der macht halt alles kaputt, wenn man ihn nur einzeln tragen würde. Also dann seht ihr aus wie ein Zinnmann. Das ist ein Produkt, das kann ich mir vorstellen, im Sommer, wenn ich kein Make-up tragen möchte, aber trotzdem einen schönen Glow haben möchte, zu benutzen. Ihr könnt sehen, es ist auf jeden Fall super viel Bewegung drin und es ist ein
zarter Schimmer. Also es sind keine groben Glitzerpartikel mit drin. Die Foundation funktioniert auch sehr, sehr gut mit dem Primer. Und ihr könnt auch sehen, auch hier habe ich auf jeden Fall noch Bewegungen drin. Die Foundation hat natürlich selber ein bisschen Glow. Und das Ganze wird auch so ein bisschen glowy heute. Denn der Concealer und das Setting Spray, was ich auch schon getestet habe, Freunde. Wenn ihr fettige Haut habt, überspringt bis zu Minute, weiß ich nicht, 35 oder so. Weil das ist jetzt hier wirklich für normale bis trockene Haut. Schautet euch an, das macht alles gleich Sinn, was ich hier sage. Also, die Foundation hat gut abgedeckt, der Glow ist aber auf jeden Fall noch da. Und das ist einfach immer so krass zu sehen, wie ich aussehe mit einer halben Seite Foundation und einer nicht halben Seite Foundation. Die Foundation ist einmal eingearbeitet und ich habe völlig vergessen, wie sehr ich diese Foundation liebe. Farblich sieht die nur jetzt hier in dem Licht gut aus. Wenn ich in den Spiegel gucke, ist sie etwas dunkler. Freunde, wir wollen aber wenigstens so tun, als wüssten wir, was wir hier mit meinem Gesicht tun. Kommen wir zum Concealer. Das ist der Born to Glow Concealer. Ich habe ja auch schon die Born to Glow Foundation getestet und ein eigenständiges Video dazu gemacht. Das findet ihr auf meinem Kanal. Wenn ihr auf den Kanal geht, dann ist oben Suche und da könnt ihr Sachen eingeben. Könnt ihr Glow eingeben oder Born to Glow oder nichts. Und dann findet ihr alle Videos, die ich jemals gemacht habe. Auch den Concealer habe ich schon probiert. Da sind 5,3 Milliliter drin und der Kollege kostet 8,85 Euro. Ist also für einen Drogerie-Concealer eher so im oberen Mittelbereich. Ich habe ihn, wie gesagt, schon benutzt und ihr könnt sehen, wir haben hier wie so eine kleine Schwammquaste. Ich habe es noch nicht probiert, ihn abzumachen. Ich bin nämlich kein Fan von diesen Schwämmchen-Applikatoren. Ich habe immer Angst, dass mir die Schwämmchen-Applikatoren mehr Produkt wegnehmen, als sie mir raufgeben. Tut er nicht. Aber das ist immer so meine innerliche Angst und Überdramatik. Ich zeige euch jetzt einmal die halbe Seite. Ich kann hier rauf drücken und dann kommt das Produkt gleichmäßig auf allen Seiten raus. Finde ich sehr, sehr gut. Und das sieht dann, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ne, ich glaube nicht. Und das kann ich mir dann hier so ein bisschen rauftupfen. Freunde, kommt mal ein Stückchen ran hier, dann seht ihr das ganze Spektakel hier. So, seht ihr alles sehr, sehr gut. Ich habe das Ganze jetzt so ein bisschen aufgetragen und ich blende jetzt erstmal hier die Stellen aus. Also der Concealer, hier steht nicht dran, dass er irgendwie ultra full coverage sein soll oder so. Deswegen habe ich auch nicht den Anspruch an das Produkt. Auch das probiere ich immer so ein bisschen hier zu beachten. Es geht nicht immer nur nach meiner Nase, wie ich gerne ein Produkt hätte, sondern es geht darum, wie das Produkt, was sagt das Produkt und was tut es wirklich. Der soll einfach nur Concealer für mehr Strahlkraft sein. Deckkraft würde ich ihn aber tatsächlich mittelmäßig beurteilen. Das ist jetzt kein Full-Full-Coverage-Concealer. Der hat schon Deckkraft und je nachdem, wie lange ihr ihn antrocknen lasst, hat er auch mehr Deckkraft. Ich verblende das einmal kurz auf der einen Seite, dass ihr so einen leichten Unterschied sehen könnt. Auch das finde ich immer ganz spannend. Also er deckt schon ab und er brightet sehr. Ich habe die Farbe Vanilla, glaube ich. Ja, Vanilla. Der ist so ein bisschen gelblicher. Ich finde, das passt zu meiner Haut auch ganz gut. Ich habe mich auch so ein bisschen an der Born to Glow Foundation orientiert. Ich dachte, dass ich die eigentlich in Kombination trage heute. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil ich wollte das mit einer anderen Foundation ausprobieren, falls ihr die Born to Glow Foundation nicht habt. Ihr könnt sehen, hat wirklich wunderschön aufgehellt und auch der Concealer hat sehr, sehr viel Glow. Deckkraft, okay, möchte ich nicht drüber reden. Das Problem bei mir ist dieser Dip hier. Wir kümmern uns drum. Wir arbeiten dran. Ihr könnt natürlich auch etwas weniger Concealer benutzen. Ich gehe jetzt mit meinem Schwamm hier ran und dann arbeite ich mich einfach hier unter meinem Auge lang und das geht auch. Also ihr könnt schon das Produkt, was hier dran ist, wirklich benutzen. Wobei, kommt, der dauert mir jetzt hier zu lange. Falls ihr den Concealer schon habt, vielleicht könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, habt ihr diese Knüppelchen hier abgemacht? Ich finde, das ist nicht ganz so schlimm, weil ich gehe mit diesem Ding ja nicht über mein komplettes Gesicht, sondern nur unter meine Augen eigentlich. Und unter meinen Augen habe ich verhältnismäßig wenige Pickel oder Hautunreinheiten. Ich mag es trotzdem nicht, dieses Gefühl. Vielleicht kann mir ja jemand sagen, ob ihr es abgemacht habt und ob es ging, es abzumachen. Also, wenn ihr jetzt eine sehr, sehr trockene Haut habt, würde ich euch empfehlen, einfach nur ganz leicht mit einem Puder rüber zu gehen und dann könnt ihr gehen. Also ihr seht, ich habe extrem viel Bewegung im Gesicht und ich liebe diesen Effekt. Also ich mag das wirklich, wirklich gerne. Leider kann ich das aber so nicht tragen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, okay, ich gebe nur ein bisschen Puder unter meine Augen und dann reicht das. Und bei mir rutscht das dann alles weg. Ich habe eine sehr, sehr glatte Hautoberfläche, habe ich das Gefühl. Das rutscht dann wirklich einfach weg. Deswegen muss ich halt immer so viel pudern und so viel baken. Concealer sieht einmal gut aus. Ich würde einmal ganz kurz baken, pudern, konturieren und bin gleich wieder da. Freunde, ich habe jetzt ganz, ganz leicht unter meinen Augen gesettet, meine Stirn wirklich nur mit einem
Hauchpuder benetzt und ich bin verliebt in diese Base. Die Kombination aus der Foundation und dem Primer ist mega, mega. Also Hut ab, auch mit dem Concealer. Selbst unter meinen Augen sieht es nicht trocken aus. Und ich habe wirklich Puder benutzt. Also es ist nicht austrocknen. Das ist ein schöner Glow Concealer. Achtung, Spoiler-Alarm. Ich liebe den Concealer und ich liebe den Primer. Nicht mit jeder Foundation und ihr dürft nicht zu viel benutzen, aber ich lieb's. Freunde, wir kommen jetzt zu einem anderen Produkt. Und diese Palette war die Inspiration dazu, dass ich dieses Video gemacht habe. Denn ich hatte neulich diesen orangefarbenen Monochrom-Look gemacht. Und heute haben wir wieder eine lila Palette. Ich lieb's, dass wieder diese lila Paletten jetzt überall sind. Ich habe sogar noch eine andere neue, die werdet ihr... Ich weiß nicht, ob ihr sie diese Woche oder nächste Woche sehen werdet, von Revolution. Also das ist diese Matchy Matchy Palette, die gab es in Rot und in Braun, glaube ich. Und dann jetzt hier noch einmal in Lila. Und ich habe gedacht, ich benutze die Lilane, einfach weil Lila gerade die Farbe ist, nach der wir alle greifen und suchen. Und irgendwie hat sie mich angesprochen. Was ich ganz spannend finde bei der Palette ist, die hat 14,95 gekostet. Wir haben hier einen Highlighter und hier einen Blush drin. Hier steht sogar hinten extra drauf, dürfen nicht um die Augen herum benutzt werden. Also diese und diese Farbe. Ich würde vorschlagen, wir tragen uns jetzt mal den Blush als erstes auf. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, wie stark der Pigment... Okay, der sieht nicht so stark. Oh, doch. Ich nehme jetzt erstmal so ein bisschen was auf den Pinsel, klopfe gut ab und dann platziere ich mir das hier einmal so ein bisschen rauf. Ich habe... Okay. Ein bisschen... Ich habe bei lila Blushes immer Angst... Angst, dass ich aussehe, als hätte ich ein Hämatom im Gesicht. Das funktioniert bei hellen Häuten halt sehr, sehr schwierig. Aber er ist pigmentiert. Ich hätte ihn fast sogar noch ein... Ich würde fast sagen, der ist fast zu sehr pigmentiert. Weil jetzt muss ich gucken, wo ich mit diesem Blush hingehe. Und das heißt wieder, ich gehe hier irgendwo auf meine Schläfe. Kann jetzt nichts dafür. Haha. Ist halt... Die Farbe ist, glaube ich, nicht für mich gemacht. Und für alles, was heller ist. Nicht so schlimm. Ich blende das Ganze jetzt nochmal hier so ein bisschen aus. Ihr wisst ja, ich liebe den Overblush-Look, aber wenn der Blush aussieht, als hätte ich in der Sonne gespielt und nicht mich am Zoologischen Garten geprügelt. Aber wobei, also wenn man ein bisschen softer rüber geht und dann vielleicht mit einer anderen Farbe hier nochmal so ein bisschen überblendet, dann ist es eigentlich eine schöne Sache. Okay, Highlighter, Freunde, da bin ich sehr gespannt, denn ich hatte ja den von Make-up Obsession neulich ausprobiert, der hat mir sehr gut gefallen und den benutzen wir jetzt auch. Der sieht recht soft aus im Pfännchen, Pinsel ist aber gut voll. Okay, ein lila Highlighter, habe ich erwartet, ist halt, ich finde es eine süße Idee. Ich finde es eine süße Idee, dass wir hier einen lila Highlighter mit drin haben, der so ein bisschen farblich zu dem Look passt. Ich platziere mir das jetzt auch nochmal hier so ein bisschen über die Augenbraue. Das Ganze wird halt jetzt ein sehr artistischer Look, würde ich fast sagen. Einfach weil das ist, also ihr seht, wenn ich zurück nach hinten gehe, es ist sehr, sehr viel Farbe, die normalerweise nicht in meinem Gesicht ist. Finde ich jetzt persönlich für so einen artistischen Look oder für so ein YouTube-Video nicht schlecht. Ich würde es im Alltag nicht tragen. Aber jetzt schauen wir mal, was hier die Schätzchen in der Palette können. Und dazu benutze ich als allererstes diese dunkle Farbe hier. Die hat so ganz leichte goldene Partikel mit drin. Und die stempel ich mich hier einmal aus. Denn meine Base ist so medium gesettet. Also eigentlich so wie immer so ein ganz leichter Hauch von Puder. Und die dunkelste Farbe platziere ich mir hier hin. Schade, dass kein Spiegel drin ist. Und ich muss sagen... Für 15 Euro finde ich das Packaging von NYX. Es ist Plastik. Ein Spiegel wäre vielleicht schön gewesen. Aber meckern auf hohem Niveau. Sieht schön aus, die Farbe. Ich nehme jetzt denselben Pinsel und gehe in dieses schöne Flieder hier rein. Das platziere ich mich hier. Habe dann dadurch auch so eine kleine Mischung aus Flieder und Dunkellila. Das ist auch eher so ein Pastelllila. Ich gehe mal in den Blush rein. Achso, die darf ich ja nicht am Auge benutzen. Okay. Ich gehe nicht in den Blush rein. Okay, ja, ist soft. Aber wir können es aufbauen. Vielleicht auch hier auf einer weißen, nassen Base. Richtig schön. Auf meiner Hautfarbe im halbtrockenen Zustand muss ich ein bisschen Energie investieren. Ich nehme jetzt nochmal einen anderen Pinsel und blende das Ganze mit... Das ist leider ein Schimmer hier. Ich hätte gern die benutzt zum Ausblenden. Ich nehme jetzt hier dieses...
diese Farbe hier. Sieht gut aus. Blende ich hier vorne mit rein und dann verblende ich die Farben. Ich probiere es zumindest. Ja, es geht nicht. Mist, ich nehme jetzt das Lila und blende das einfach hier aus. Es wird dann ein sehr, sehr monochromer Look. Also, First Impression der Palette. Das ist jetzt nichts für so einen artsy Look, wie ich mir gedacht habe. Also, dass ich wirklich so ein, vielleicht eine gute Alternative zur Jeffrey Palette hätte. Aber, lasst euch sagen, das ist eine alltagstaugliche Lila-Palette. Die ist nicht zu doll, die ist subtil, die ist soft. Man kann was mitmachen, aber man muss sich so ein bisschen... Also ich bin mit einem falschen Ansatz da leider reingegangen. Ich dachte wirklich, ich kann jetzt hier die Cut Crease Jeffrey Star is Quaking. Das ist besser als Jeffrey rangehen. Ist es nicht, weil... Also, weiß ich nicht, aber das ist was anderes. Das ist einfach nicht zu vergleichen. Wobei ich da dann aber finde, dass der Blush und dieser Highlighter nicht in diese Palette passen. Aber das muss jeder natürlich selber entscheiden, wie ihr das, ob ihr sowas benutzt. Und dann blende ich das Ganze mit dem Rosé hier unter meiner Augenbraue aus, so ein bisschen. Das sieht so ein bisschen schmuddelig aus, habe ich das Gefühl, die Farben, ne? Also es sieht eher aus wie so Schlamm anstatt Lila. Ist jetzt nicht so meins, ehrlich gesagt, Freunde. Ich blende das hier Lila unten nochmal hier unter mein Auge. Reicht. Ich nehme jetzt meinen Finger und möchte unbedingt in diese Farbe hier gehen. Die die schimmert so ein bisschen Duochrome, Blau, Lila. Und die gebe ich mir um mein Auge. Oh, das ist so eine Topperfarbe. Ich habe es geahnt. Mega coole Farbe, aber die muss irgendwo anders rüber. Ansonsten eine sehr, sehr schöne Farbe. Hat auf jeden Fall auch Pigment. Also der Effekt sieht nett aus. Aber Freunde, meine Lieblingspalette wird es nicht, leider. Ich finde, dafür sind die Farben einfach nicht perfekt aufeinander abgestimmt genug. Es sieht schön in der Palette aus. In Kombination auf dem Auge sind die Effekte, also dieses Halbschimmer, Halbmatt. Es ist eine schöne Alltagspalette, aber das wird halt wieder durch diesen Highlighter und diesen Blush schon ein bisschen kaputt gemacht. Ich möchte das Ganze jetzt aber noch setten, Freunde, und jetzt kommen wir zu dem Highlight der ganzen Show. Das ist das Radiant Finish Setting Spray. Ich weiß nicht, ob das neu ist, ich glaube. Dieses Spray ist der Wahnsinn. Ihr dürft, bitte benutzt es nicht, wenn ihr ölige Haut habt, weil ihr seht dann wirklich, also das, was ihr jetzt seht an Glow, es bleibt ungefähr so. Und das sieht wunderschön aus und das fixiert das Make-up auch, aber es macht das Ganze wirklich sehr, 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 sehr glowy. Freunde, verzeiht mir bitte, dass ich jetzt keine Lashes dran mache, weil ich mache das Ganze jetzt gleich wieder ab und es ist nicht Instagram-worthy. So, Freunde, ich habe jetzt nochmal 2-3 Minuten darüber nachgedacht. Also die Palette ist nicht schlecht, versteht mich nicht falsch, es ist nur eine sehr alltagstaugliche Lidschattenpalette, falls ihr so lila und Rosé-Töne haben wollt. Falls ihr es ein bisschen ausgefallener haben wollt, denke ich mal, dass das nicht unbedingt das Richtige für euch ist. Der Highlighter sieht schön aus. Ich finde, das passt aber nicht in diese softe Pigmentierung von den Lidschatten. Wisst ihr, was ich meine? Also, das ist für mich nicht ganz so ausgeglichen. Was ich euch aber empfehlen kann, sind der Concealer und vor allen Dingen das Setting Spray und auch der Primer. Falls ihr trockene Haut habt, probiert es unbedingt mal aus. Findet ihr bei DM preislich okay. Ist ein Go. Ich freue mich. Ich werde mich auch weiter an nichts rantesten, falls ihr das von mir wollt. Und ich würde mich jetzt von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal.